Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch. Ihr seht ihn schon neben mir, Kevin Papa Platte, die Legende. Du wurdest no joke so oft gewünscht. Das, ich glaube, weil du mal reacted hast. Ja, oder weil ich gerne esse. Oder weil du gerne isst. Auf jeden Fall werde ich das heute bedienen. Und wir fangen ganz entspannt an mit French Toast. In einer kleinen Variation hatten wir schon ein, zwei Mal. Und für dich, Kevin, einzige Aufgabe heute. Chill. Das ist so ein chilliges Format einfach. Ich muss nichts machen. Du wirst einfach nur gekocht und ich sage euch, heute Mittag, das wird krass. Ich bin gespannt, ey. French Toast, let's go. So, Freunde, wir machen wie gesagt French Toast. Dafür brauchen wir natürlich Brioche. Ihr wisst, man kann es mit Toast machen, aber Brioche viel besser. Dann natürlich noch Zimt, Milch, Eier und ein bisschen Zucker gleich. Und für das Filling halten wir es heute simpel, schön sommerlich. Wir machen einfach Nutella, Erdbeere. Und ihr habt richtig gehört, Filling. Das heißt, wir machen quasi ein French Toast Sandwich. Genau, deshalb noch Erdbeeren. So, wir fangen an, nehmen ein wenig Milch, so ein guter Schuss, geben das hier in unsere Form hinein. Und dazu geben wir ein Ei, ein wenig Zimt, ein wenig Zucker noch dran. So, und dann schnappe ich mir einen Schneebesen und verquirle das alles gut. So, hier hinten schmeiße ich schon mal den Herd an. So, auf mittlerer Hitze einfach. Und wir geben ein bisschen Butter rein. Und die Hauptarbeit leistet wirklich unser Brioche, weil es ist einfach unverzichtbar, wirklich, Leute. Es muss sein. Nehmen wir uns vier schöne Scheiben aus der Mitte. Zack. Und da legen wir jetzt einfach das Brioche mal kurz rein, lassen sich komplett aufsaugen. Dann lege ich hier rüber und dann können wir es später ganz entspannt reindroppen. Top. Und dann gebe ich das auch schon mal hier in unsere Pfanne hinein und backe es aus. Okay, Leute. French Toast hat schön Farbe bekommen. Wir flippen jetzt mal. Oh, Leute. Hört ihr das? Es hat, obwohl es so soft ist in der Mitte, diesen Crunch bekommen. So, ich habe jetzt die Hälfte der Erdbeeren circa fein geschnitten. Das sollte auch reichen für zwei. So, Friends, dann bleibt uns nur noch das anrichten. Einfach hier ein paar Erdbeeren zwischendrin sliden, richtig schön füllen. Dann natürlich die Innenseite wird auch nochmal mit Nutella bestrichen. Dann können wir das Ganze auch schließen. Tada! Kevin hat noch nie French Toast mit Brioche gegessen. Nee, ich habe immer nur so normales Toast gehabt. Also, du meinst, es ist viel geiler? Es ist schon sehr krass. Boah, Dicker, kurz auf Foto machen. Ich habe extra so Wonder Waffle ausgepackt. Ja, ist so, Digga. Du kennst ja den Spaß, ne? Erste Gabel, nicht zu viel sagen, dann wird aufgegessen in Ruhe. Ich habe noch ein kleines Smoothie dazu geholt. Ey, gut, Bruder. Danke, Mann, auf jeden Fall. Sehr korrekt. Mhm. Okay, bis gleich, Leute. So, Kevin, ich bin sehr gespannt. Ah, Digga. Hat dir geschmeckt? War übertrieben krass. Also Nein. Ich muss wirklich sagen, das Brioche, heißt es so? Ja, Brioche. Viel geiler als normales Toast. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich finde auch, dass ich feiere das sonst immer nicht so, wenn so dir das Obst so dazu einfach ist. Ja. Deswegen war das übertrieben geil, dass es so drin war. Ja. Ich muss jetzt von 1 bis 10 bewerten. Von 1 bis 10, ganz genau. Digga, das ist halt übertrieben lame, wenn ich jetzt eine 10 gebe. Aber Digga, das war perfekt einfach. Ich würde... Okay, ich sag mal eine 9,5. Oh shit, okay. 9,5 ist schon, das war schon sehr, 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 sehr geil. Ey, und Leute, ich habe euch ja gesagt, es wird anspruchsvoll, was wir jetzt machen. Wir machen nämlich Gulasch. Und Kevin hat es mir jetzt gerade erst gesagt, dass er selbst übelst oft schon Gulasch gekocht hat. Ja, ich habe schon übel oft gemacht. Und das ist so ein Ding in meiner Familie, dass immer, wenn ich da bin, bei meiner Mom oder so, dann macht die das. Das heißt, du musst jetzt quasi das besser machen als meine Mom. Okay, shit, Leute. Ich werde mein Bestes geben. Ihr seht genau, wie ich es zubereite. Danke für die 9,5. Und wir springen zur Zubereitung vom Mittagessen. Freunde, wir kommen zum Mittagessen. Es ist der Tag davor. Und ich habe hier vor mir den Main Character stehen. Und zwar Rotkohl. Wir machen nämlich Rotkraut. Ist zwar Beginn des Sommers, aber Kevin hat sich das gewünscht, deshalb legen wir einfach mal los. Wir haben alles, was wir brauchen. Saftorangen, saure Äpfel, das hier sind jetzt Elster, Zitrone. Und wir fangen an, indem wir zunächst den Rotkohl hier einmal halbieren. Wir schneiden hier unten den Strunk ein bisschen raus. Den wollen wir nämlich nicht snacken. Und dann können wir auch schon anfangen, unseren Kohl zu schneiden. Dabei gilt die Maßgabe von meiner Mama. Die hat mir nämlich extra noch eine Memo gemacht, wie sie ihren berühmten Rotkohl macht. Nicht zu dünn und nicht zu grob. Danke, Mama. Also mit anderen Worten ungefähr so. Das ist perfekt. Einfach nur wichtig, dass man das Ganze einen Tag vorher, wie gesagt, ansetzt, weil das über Nacht mariniert.
und erst dann kann das wirklich so diesen anderen Geschmack aufbauen. Das geben wir dann einfach hier in unsere große Schüssel, in der wir das Ganze über Nacht marinieren. Mit allen anderen Zutaten aber, wie gesagt, erstmal weiter schneiden. Dann benötigen wir den Saft von 4 Saftorangen. Ich habe zwar 5 geholt, aber die sind ja immer so klein. Die Saftorange rollen wir ein bisschen über unsere Arbeitsfläche. Hand auf, dann kann man die Kerne direkt auffangen. Saft läuft durch. Den Spaß mache ich mit 4 Saftorangen. Orangen sind drin. Jetzt fügen wir noch eine Zitrone hinzu. So, und dann fehlen eigentlich nur noch super wenige Zutaten, unter anderem 2 Äpfel. Die schälen wir als erstes. So, Äpfel sind geschält. Und wenn der Strunk raus ist, schnappen wir uns einfach die Äpfel und reiben sie in die Schüssel hinein. So, jetzt haben wir auch alle Äpfel hineingerieben. Jetzt haben wir schon fast geschafft. Wir haben nur noch ein paar Zutaten, die reinkommen. Zum einen Gewürze. Das macht man eigentlich in so einem Gewürzbeutelchen. Ich habe jetzt einfach einen Kaffeefilter improvisiert. Hilft mir hoffentlich, dass ich das Ganze ein bisschen weniger raussuchen muss. Wir haben nämlich unter anderem 3 Nelken, die wir da hineingeben. Und ihr wisst vielleicht, Nelken haben es in sich. Und außerdem eine Zimtstange. Sieht nach wenig aus, aber macht auf jeden Fall einiges an Geschmack. Ich probiere das jetzt provisorisch, wie gesagt, erstmal irgendwie hier reinzubekommen, dass ich das dann morgen wieder raussuchen kann. So, ich habe das jetzt einfach hier so ein bisschen drin provisorisch eingerollt und hoffe, dass es zusammenhält. Dann brauchen wir noch 2 Esslöffel Preiselbeeren. Greifen wir natürlich ordentlich zu. Boom, Preiselbeerkompott ist das einfach. Und ein wenig Rotwein. Öffnen wir hier einen guten Tropfen. Und davon nehmen wir jetzt einen guten Schluck, nicht mehr als 100 Milliliter. Und jetzt, bevor wir das Ganze über Nacht marinieren lassen, müssen wir das nur noch mal gut durchlenken. Das könnten wir jetzt natürlich mit der Hand einfach machen, auch ganz dumm. Aber wir benutzen das Brett, das wir schon die ganze Zeit benutzt haben. Hoffen, dass es gut abschließt. Und dann können wir es ein bisschen hin und her werfen. So, und wenn das Ganze jetzt gut vermengt ist, dann geben wir einfach wieder unseren Deckel drauf. Also ihr könnt es natürlich auch mit Folie abdecken oder sonst wie. Und dann wartet ihr einfach bis zum nächsten Tag. So sieht das Ganze einen Tag später aus. Und es gibt natürlich nicht nur Rotkohl, sondern auch Gulasch. Und da werde ich jetzt erstmal loslegen. So Leute, ich habe hier den Gulasch, weil ich habe einen richtig guten Metzger hier in Berlin. Und da gucke ich jetzt eben, dass wir schöne, große, also sollen schön groß, aber halt auch nicht zu klein sein, die Gulaschstücke. Den bereite ich schon mal vor, weil der wird als allererstes angebraten. Ich bin selbst sehr gespannt, wie das heute wird, aber ich glaube, es wird lecker. Wie gesagt, wir wollen die Stücke wirklich relativ groß haben und ich denke mal, so sind wir ganz gut bedient. So, der Trick ist jetzt, ich fülle mal den Gulasch in eine von unseren Schüsseln. Wir wollen volumenmäßig den gleichen Anteil an Gulasch und Zwiebeln. Also wir brauchen wirklich jede Menge Zwiebeln. Unten lässt man es zusammen, Haut abziehen und dann werde ich wahrscheinlich weinen müssen. Augen zerfallen sowieso, deshalb brauchen wir da keine große Angst zu haben. Gleicher Volumenanteil Fleisch und Zwiebeln. Und jetzt können wir den größten Topf, den wir finden können, nehmen und auf den Herd stellen. So, und in den Topf geben wir schon mal einen guten Stich Butterschmalz. Wir geben jetzt mal hier in unseren Topf den Gulasch hinein und wie gesagt, gut verteilen, aber dann nichts mehr bewegen. So, Friends, ich habe hier auf einem Brettchen 3 Teelöffel Butter. Dazu gebe ich jetzt neben 3 Lorbeerblättern 2 Nelken, etwas Kümmel, zwar 2 Zehen frischer Knoblauch, ein paar Pfefferkörner. Und das mengen wir jetzt quasi alles mit der Butter zusammen und zerhacken es dann. Die Butter hilft, dass dabei nichts vom Brettchen runterfällt. Den Trick habe ich mir bei Kalle Kocht, der Legende, abgeschaut. Und wir fangen an, alles zusammen zu mischen. Freunde, es ging kurz hoch her. Ich habe jetzt die Zwiebeln schon hinzugefügt. Es hat richtig gezischt. Daran erkennt man, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Alle Flüssigkeit ist raus und man kann dann, wie gesagt, auch die Zwiebeln hinzufügen. Die lassen wir jetzt ein bisschen einfallen. Das dauert bestimmt 10, 15 Minuten und dann sehen wir uns wieder. Freunde, guckt euch das mal an. Es sieht nicht nur lecker aus, es riecht auch unglaublich lecker. Am Topfboden hat sich schon so eine kleine Schicht gebildet. Das ist super. Wir fügen nämlich jetzt 4 Esslöffel Tomatenmark hinzu. Dann jetzt ein guter Schluck Rotwein dazu. Hilft das Tomatenmark besser aufzulösen und deglasiert den Boden. Das habe ich euch ja gerade gezeigt. Da ist gut Farbe dran. Und mit Rotwein können wir immer die Röststoffe ein bisschen rauslösen. Ich sage immer, weil wir wiederholen diesen Vorgang mit anbacken lassen und auslösen, wiederholen wir 3-mal. Das ist jetzt nach dem 3. Durchgang und ihr seht, es ist komplett gesäubert. Jetzt wird es Zeit für unsere Hauptzutat Paprikapulver. 2 Esslöffel scharf, 2 Esslöffel süß und das geben wir einfach dazu und geben dann richtig Action. Dann haben wir natürlich noch hier unseren Teelöffel mit der Butter, die wir vorbereitet haben. Aber ab dem Zeitpunkt, wo
das Paprikapulver drin ist, aufpassen, dass man halt nicht mehr zu viel Hitze hat und nicht mehr rösten lässt vor allem. Gulasch ist ja schon sehr suppig, es wird natürlich keine Gulaschsuppe, aber wir füllen das Ganze auf mit Rinderfond. Und zwar so viel, dass das gerade so schwimmt. Ungefähr so, genau. Und so lassen wir es jetzt einfach kochen für mindestens 1,5 Stunden. Muss man dann gucken, wann das Fleisch zart ist. Wir machen weiter mit unserem Rotkohl. Ich brauche auch gleich wieder eine Zwiebel. Die Zwiebel würfeln wir einfach fein. So, das Wasser hier ist heiß. Das ist einfach nur ein Schluck, so 50 Milliliter oder so. Und da rühren wir jetzt, wie gesagt, unseren Zucker ein. Und dann lassen wir das Ganze bei hoher Hitze stehen, bis es sich braun färbt und karamellisiert. Guck mal, Leute, ich mache das hier Echtzeit mit einer Sprachmemo von meiner Mom. So, Rolf, der Esslöffel Zucker mit ein bisschen Wasser und das so lange mit Rolflöffel rühren, bis das braun wird. So, Leute, ist karamellisiert. Jetzt löschen wir ab. Riecht jetzt ein bisschen unangenehm, aber ist wichtig. Dann geben wir dazu eine gute Ecke Schmalz. Das ist jetzt Schweineschmalz. Es muss so unangenehm riechen, hat meine Mom gesagt. Deshalb mache ich mir mal keine Sorgen, weil es riecht wirklich grauenvoll. Darin braten wir jetzt die Zwiebel an. Beziehungsweise wir dünsten sie einfach nur ein bisschen an. So, die Zwiebeln sind jetzt angedünstet. Das heißt, jetzt kommt der Auftritt von unserem Rotkohl. Den geben wir auch nach und nach hier hinein mit der gesamten Marinade. Ich hoffe, hier drin ist noch irgendwo dieses Beutelchen mit den Gewürzen. Und es hat sich nicht komplett aufgelöst, dieser Kaffeefilter. Er soll aber auch mit rein auf jeden Fall. Und jetzt Deckel drauf und kochen. So, Freunde, Rotkohl komplett eingekocht. Einfach nur Deckel drauf kochen lassen. Der Gulasch ist auch sehr schön reduziert. Und hier hinten, Leute, nehmt es mir nicht übel. Einfach ein paar Fertigklöße. Kann man irgendwann auch nochmal selbst machen, aber das wird wild. Ah, Digga, ich hab so Bock. Wir mussten aber auch wirklich warten, ne? Weil es einfach kochen musste. Die komplette Wohnung riecht schon so geil. Wer hat alles für dich Gulasch gekocht? Also ich war bei Sturmi, ich war bei Smiley und ich hab schon jahrelang von meiner Mutter bekommen. Ist das ein deutscher Satz? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, ich will einfach nur noch Scheiß essen. Auf. Ja, lass einfach essen. Aber in jedem Fall harte Konkurrenz. Ich hoffe, es schmeckt dir. Boah, ich bin gespannt, Alter. Vor allen Dingen auf das Rotkohl. Mhm. Boah, shit. Boah, Digga, das ist hart. Das ist schon mal richtig geil. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Digga, ist so. Wir haben nochmal einen fetten Nachschlag genommen. Weil randvoll, aber ich hoffe, es hat dir geschmeckt, Bro. Ja, war übertrieben geil, Bruder. Das ist so richtige Weihnachts-Vibes, man frisst sich mit der Familie voll. Digga, also was soll ich sagen? Wahrscheinlich der beste Gulasch, den ich bis jetzt gegessen habe. Oh shit. Also der ist auf jeden Fall eine 10, hundertprozentig. Rotkohl finde ich auch sehr geil. Geschmack war Baba. Mhm. Ich glaube, es hätte noch ein Stück länger gekochen können, dass es noch so manchiger ist. Insgesamt würde ich trotzdem eine 10 geben, Digga. War übertrieben geil. Wirklich, war richtig lecker. Ey, dafür, dass das dein Lieblingsessen ist. Ja, das war hart. Ist das ein, also es ist ein sehr großes Lob. Ich war so bei der ersten Gabel von dem Gulasch, war ich so, holy shit. Ja. Ey, das muss man wirklich sagen, Leute, der ist sehr geschmacklich. Sehr, sehr lecker. Crazy. Dann musst du probieren, irgendwie daran anzuknüpfen, aber nicht bevor ich jetzt erstmal irgendwie 3 Stunden auf der Couch gelegen habe. Ja, same. Wir sind jetzt, glaube ich, tot. Hey Friends, ihr kennt den Spaß. Manchmal spielt meine Kamera nicht so richtig mit oder ich kann sie auch einfach nicht richtig bedienen. Deshalb erzähle ich einfach nach und nach, was ich gemacht habe, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Kamera weg ist. Ich habe angefangen, indem ich eine große Zwiebel fein gewürfelt habe und eine Pfanne auf mittlerer Hitze auf dem Herd platziert. Danach habe ich mir 4 Spitzpaprikas geschnappt, von Stiel und Kern befreit und anschließend auch gewürfelt. Während Paprika und Zwiebel weich gedünstet wurden, habe ich auch 2 Knoblauchzehen fein gehackt. Pressen geht natürlich auch. Anschließend habe ich den Knoblauch dazugegeben und kurz angedünstet. Auf jeden Fall nicht braun werden lassen. Danach kamen auch schon 2 Dosen geschälte Tomaten dazu. Die habe ich ein wenig mit dem Kochlöffel zerkleinert und das Ganze anschließend 10 Minuten köcheln lassen, bis ein Großteil der Feuchtigkeit verkocht war. Und da ist die Kamera auch schon wieder, Leute, also gar nicht so schlimm. Aber ich sag mal so viel, ich glaube, in Zukunft passiert das nicht mehr so oft. So, ihr seht, das zieht jetzt so ganz langsam Fäden. Jetzt hat man genug Spielraum, um da auch die Eier hineinzuschlagen. Dann ist es auch gleich schon ready zum Essen. Fangen wir hier in der Mitte an und dann kann man hier immer schön auf den Rand noch ein wenig von dem Tomaten und Paprika drauf machen. So, und dann geben wir jetzt einfach unseren Deckel drauf. So, Freunde, ihr seht, dadurch, dass wir den Deckel drauf hatten, ist das hier schon gut angestockt und man muss es dann auch ein bisschen früher, als man es raushaben will, ziehen, weil logischerweise, das behält ja die Hitze, das stockt noch ein bisschen weiter. Also nehme ich jetzt mal runter und damit das schön anschmilzt, gebe ich jetzt hier oben drauf schon den Feta. Ich toppe das Ganze jetzt mal mit ein bisschen frisch gemahlenem Pfeffer und dann können wir auch schon snacken. Nimm dir
gerne auf. Ich habe hier nochmal die Simit frisch angetoastet, Koriander, wenn du magst. Ja, sieht auf jeden Fall brutal aus. Du kannst hier einfach so ein Ei mit rauspicken. Ich zerstöre das komplett, Digga. Du hast es so richtig ordentlich gemacht. Alles gut, bitte. Moin. Hau einfach drauf, komm. Ganz kurz, probier das mal bitte direkt mit einem Simit, weil Kevin hat es, wie gesagt, noch nie gegessen. Das riecht auf jeden Fall sehr geiles Brot. Und dann. Cool. Boah, das ist auf jeden Fall geil, das passt auf jeden Fall noch rein. Hm? Boah, Junge, die Magic, holy shit. Cool, wenn wir zusammen wären, ich würde so fett werden, Alter, holy shit. Boah. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr, Digga. Scheiße, was machen wir jetzt? Bewerten. Boah, ja, Alter, wow. Heftige Überleitung. Unglaublich. Ja, Bro, also das war auf jeden Fall auch super lecker, ultra geil. Ich muss sagen, so im Vergleich, also ich konnte ja jedes jetzt nur vergleichen mit dem, was ich schon gegessen habe. Ja. Im Vergleich zu dem Shakshuka, was ich schon gegessen habe, ja, war es slightly weniger, aber trotzdem sehr geil. Ich würde, denke ich, eine 9 geben. Okay, nice, das ordnet auch. Aber es war trotzdem übertrieben geil mit diesem, wie heißt es nochmal? Simit. Das war übertrieben heftig, Digga, das hast du obviously nicht selber gemacht. Ja, ja, klar. Faule Sau, ja. Aber trotzdem sehr, sehr geil, Digga. Kam krass. Ey. Also 9 aus 10. Geil, Bro. Sehr geil. Dann geht wirklich ein kochintensiver und sehr, sehr leckerer Tag zu Ende. Ja. Also ich habe heute auch sehr, sehr gerne. Es hat wirklich alles super geschmeckt. Ich habe es auch sehr gerne gemocht. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder oder nächsten Sonntag zur nächsten Folge Persönlicher Koch. Macht's gut, bis dahin und ciao. Und lasst einen Daumen hoch da. Ja, wichtig. Und schaut bei Kevin vorbei.